Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Ich bin heute gebeten worden, für Sie zum Thema sprechen, beim Älterwerden gesund und jung bleiben. Dazu habe ich ein Buch verfasst, um Anleitung zu geben und meine Erfahrungen als heute 97-Jähriger zu vermitteln. Und heute möchte ich Ihnen also auch einiges sagen, was man tun kann, um gesund und jugendlich älter werden kann. Älter werden und jung bleiben ist kein genetisches Problem, wie oft behauptet wird, sondern eine Angelegenheit der geistigen Auffassung, vom Altern und einer jugenderhalten gesunden Lebenskultur sowie eines starken Willens und einer gewollten Selbstdisziplin. Nicht zuletzt muss man bei dieser Konzeption auch gegen den Strom der öffentlichen und ärztlichen Auffassung schwimmen, denn diese Auffassung besagt, dass wir uns in erster Linie um die Krankheiten kümmern sollen und das Altern auch eine Krankheit ist. Das stimmt nicht. Die Medizin in Europa und in den USA orientiert sich nur auf die Behandlung der Erkrankten mit Medikamenten. Im Gegenteil dazu vertrete ich eine prophylaktische Medizin, die sich auf die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit und der Lebensqualität durch eine gesunde Lebenskultur orientiert. Wer beim Älterwerden gesund und jung bleiben möchte, muss eine optimistische Lebenseinstellung haben und natürlich eine gesunde Lebenskultur pflegen. Also wissenschaftlich gilt als bewiesen, gewöhnlich orientieren sich die Menschen in ihr Leben, wenn sie ihr Alter zählen, auf den Kalender, also sie messen mit den Kalenderjahren. Aber Kalenderjahr ist nicht gleich psychobiologisches Altern. Die Lebensweise bestimmt nämlich das psychologische Altern. Es ist bekannt, dass chronische Erkrankungen das Altern beschleunigen können. Der Mensch kann aber durch eine gesunde Lebenskultur sich sogar verjüngen. Das praktiziere ich seit mindestens 60 Jahren und ich werde Ihnen sagen, wie das also vonstatten geht. Aber meine Auffassung wird auch von anderen Menschen, vor allen Dingen in Richtung Poeten oder Schriftsteller, geteilt. So hat der französische Schriftsteller André Malraux geschrieben: Alt werden ist nichts anderes als eine schlechte Gewohnheit, die ein beschäftiger Mensch keine Zeit hat anzunehmen. Und es gibt im Park di Nono in Sicurta bei Verona ein Stein der Jugend mit der Aufschrift: Die Jugend ist nicht ein Abschnitt des Lebens, sie ist ein Zustand der Seele, der in einer bestimmten Form des Willens besteht, in einer Bereitschaft zur Fantasie, in einer gefühlsmäßigen Kraft, im Überwiegen des Mutes über die Zaghaftigkeit und der Abenteuerlust über die Liebe zur Bequemlichkeit. Man wird nicht alt wegen der einfachen Tatsache, dass man eine bestimmte Zahl von Jahren gelebt hat, sondern nur, wenn man sein eigenes Ideal aufgibt. Der Abscheu, der Zweifel, das Fehlen von Sicherheit,
Die Furcht und das Misstrauen sind lange Jahre, die das Haupt beugen und den Geist zu Tode führen. Deshalb ist es heute wichtig, dass man sich auf die Jugendliche verhalten, also auf die Juvenilisierung orientiert, immer jung halten. Es gibt die Konzeption des Anti-Aging, das ist also völlig falsch. Wer sich gegen das Alter stemmt, wird nicht alt, im Gegenteil, hier wird der biologische Alterungsprozess gehemmt. Deshalb immer Juvenilisierung und zwar ganzheitlich muss man das durchführen, immer jugendlich fühlen. Ich muss Ihnen sagen, was ich unter Gesundheit verstehe. Gesundheit ist ein befriedigendes Maß an Funktionsfähigkeit in physischer, also körperlicher, psychischer, sozialer und auch wirtschaftlicher Hinsicht und eine Selbstbetreuungsfähigkeit bis ins hohe Alter. Die Selbstbetreuungsfähigkeit ist aus meiner Sicht einmal ein Ziel, was man erreichen sollte und gleichzeitig aber auch eine Aufgabe, immer sich selbst betreuen. Wenn man die Selbstbetreuung aufgibt, gibt man also auch den Alterungsprozess, den biologischen Alterungsprozess, die Chance zu wirken. Und was wir jetzt anstreben müssen in unserer Lebensweise, ist die Resilienz. Die Resilienz ist die unspezifische, der unspezifische Schutz des Organismus gegenüber gesundheitsschädigenden Faktoren, also Schadfaktoren aus der Umwelt, Bakterien, Viren und so weiter. Resilienz, Resistenz wird durch, zum Beispiel durch Abhärtung, durch tägliche im Freien Wandern, wird das bewirkt. Ein resistenter Mensch, also der ein starkes Immunsystem hat, der eine starke Heilungskräfte besitzt, der kann trotz Vorhandensein von Krankheitserregern, wird er immer gesund bleiben. Das muss man heute in der Corona-Ära auch unbedingt beachten. Resistenz, also die Widerstandsfähigkeit des Körpers, immer pflegen. Das Immunsystem stärken. Und als nächstes brauchen Sie auch noch die Resilienz. Die Resilienz ist die Fähigkeit zur psychischen Widerstandsfähigkeit. Die Fähigkeit zur Kraft und Stärke, Lebenskrisen, Konflikte, hohe Anforderungen, schlechte Lebensbedingungen, Schicksalsschläge und so weiter, ohne Beeinträchtigung der Gesundheit und Persönlichkeit zu erleiden. Es ist praktisch das Steh-auf-Männchen-Problem. Auch das kann man erlernen, indem man also auch die Härte des Lebens hinnimmt und sich nicht verweichlichen lässt. Und schließlich ist noch etwas wichtig, nämlich die Kohärenz zwischen Gehirn und Herz oder überhaupt zwischen unseren Funktionen. Kohärenz heißt Übereinstimmung, phasengleiche Lage. Also das heißt, dass das System, das Ordnung herrscht. Wer dagegen keine Kohärenz pflegt, hat Chaos. Und wenn Chaos im Gehirn ist, kommt Chaos auch im Herz. Und jeder Stress, jeder Burnout, jede Erschöpfung im Gehirn führt auch zum Chaos im Herzen. Und Chaos wird zum Beispiel bewirkt durch die Informationskonsum, durch negatives Denken, durch Zeitchaos, durch die schleichende Vergiftung der Umwelt,
durch viele ungesunde Lebensweise und vor allem ungesunde Ernährung, durch Mangel an Mineralien und natürlich auch Bewegungsmangel, viel Stress, den man nicht bewältigen kann, durch die verschiedensten Genussmittel, Nikotin, Alkohol, auch durch Angstwirtschaft bewirkt in unserem Gehirn und gleichzeitig und auch durch Aggressivität, negative Emotionen, Pessimismus, Schlafstörung und falsches Atmen schaffen immer Unordnung in unserem Leben, in unserer Beziehung, vor allen Dingen zwischen Hirn und Herzfunktion, aber auch zwischen Hirn und anderen Funktionen. Die Kohärenz, also das heißt der Ausgeglichen, die Ordnung, die wird bewirkt durch eine optimistische Einstellung, durch geistige Aktivität, durch Regelmäßigkeit im Leben, durch die tägliche Entgiftung, durch wenig, aber richtige Ernährung, dann tägliche Körperbewegung, Meditation, Visualisierung, das heißt den Geist einsetzen für die Gesundheit, richtiges Atmen, Verzicht auf alle Genussmittel, Verzicht auf alle Medikamente und vor allen Dingen Entwicklung Liebe, Nächstenliebe, positives Denken, positive Emotionen und natürlich auch einen guten Schlaf ohne Medikamente. Und noch ein wichtiger Faktor für das Gesund und Jung halten ist die ist der Wille als Triebkraft der Lebensuhr. Willensstärke ist ein gutes Schutzmittel gegen für die Gesundheit. Willensstärke, Willensenergie es stärkt unsere Selbstheilungskräfte und je stärker die Willensenergie ist, umso stärker bildet sich ein unsichtbarer Schutzwall um den Menschen. Ich muss immer sagen, ich will, dann schaffe ich das auch, was ich mir zum Ziel genommen habe. So, das Jugendliche oder jugendlich bleiben beim Älterwerden hängt auch von der inneren Uhr ab. Wir haben eine innere Uhr, die durch die Umwelt gesteuert, durch Hell-Dunkel, durch das Magnetfeld der Erde gesteuert wird. Und wir müssen also uns nach dieser Uhr genau richten. Und schon der Christoph Lichtenberg, der 1742 bis 1792 lebte, ein Physiker, ein Schriftsteller, schrieb, Menschen mit ungewöhnlich gesundem Alter haben eine regelmäßige Lebensweise. Sie leben naturgemäß nach der inneren Uhr. Also immer regelmäßig, nicht treiben lassen von der Umwelt, nach der inneren Uhr, nach hell, dunkel, nach der, natürlich auch nach unserer Uhr leben und nicht ein Chaos im Zeitgeschehen ablaufen lassen. Nun, ein gesunder Schlaf ist auch ganz wichtig. Einen gesunden Schlaf erreicht man eigentlich auch wieder nur durch die Regelmäßigkeit. Regelmäßig zu Bett gehen, regelmäßig aufstehen und dann natürlich ohne Medikamente. Und man muss Schlafhygiene pflegen. Schlafhygiene sind Maßnahmen und Gewohnheiten, die jetzt zu einem guten Schlaf führen. Da gehört die Umwelt, also wenig Lärm, wenig Elektrosmog. Das muss das anständige Bett sein, möglichst kein Metall. Das Tagesverhalten spielt auch eine Rolle. Man soll nie Stress mit ins Bett nehmen. Auch die Schlafvorbereitung und das Aufstehen spielt eine Rolle. Schlafmittel bringen keinen gesunden Schlaf. Bitte lassen Sie die Schlafmittel fern. Was aber heute wichtig ist,
Wir sind umgeben von Elektrizität. Wir sind umgeben von Funkwellen, von einem ganzen Netz von Funkwellen. Und das ist ein ganz starker Schlafstörer. Und aus diesem Grund ist es notwendig und empfehle ich, dass Sie Ihr Bett erden. Ich habe mein Bett, oder wir haben, meine Frau und ich, haben unsere Betten schon seit 20 Jahren geerdet. Das ist die Locosana-Matte, die wir verwenden von der Firma Samina. Und wir sind frei von jedem Elektroschmuck und können damit also auch gut schlafen und werden, haben keine Schlafstörung. Und es geht auch darum, nicht unbedingt zu lange zu schlafen. Natürlich im Durchschnitt so ungefähr ein Erwachsener soll 7,5 Stunden schlafen, aber das ist so der Durchschnitt. Länger schlafen kann sogar müde werden. Aber entscheidend ist die Qualität. Und wer glaubt, oder dass er nicht genügend zum Beispiel nachts schläft, sollte einen Minischlaf am Tage durchführen. Das ist ein Kurzschlaf von 10 bis 15 Minuten in der Mittagszeit. Das wird in den südlichen Staaten als Siesta gepflegt. Und wer 10 Minuten schläft, ist erholsam. Es wird erholsam die zweite Tageshälfte ohne weiteres bewältigen können. In China zum Beispiel, wenn das Band langsamer läuft, es lässt man stehen und ordnet Minischlaf an, also ein Bauernnet, wie man das auch sagt. Und in China ist auch durch Artikel 48 in der Verfassung jedem Menschen ein Minischlaf gewährleistet. So, und was natürlich im Leben ganz wichtig ist, ist die Bewegung. Wir sind Wesen, die Bewegung brauchen. Und früher hat der Mensch mindestens 20 Kilometer täglich zurückgelegt. Und wenn wir heute sitzen, dann ist Sitzen genauso giftig wie Alkohol, wie ein Nikotin. Und aus diesem Grund müssen wir täglich uns bewegen. 1 bis 2 Stunden mindestens, zum Beispiel wandern, Nordic Walking. Sie können auch Rad fahren, Sie können auch schwimmen. Aber wichtig ist die Bewegung. Und wenn Sie sitzende Tätigkeit haben, sollten Sie jede Stunde aufstehen und eine kleine Runde drehen, damit Ihr Kreislauf wieder in Ordnung ist. Wenn Sie lange sitzen, werden Sie krank. Und nun neue Erkenntnisse zeigen, dass ganz besonders jung und gesund das Waldwandern hilft. Es gibt die Berliner Studie, die zeigte, dass Hirngesundheit und Entstressung durch das Wandern oder sogar schon im Leben nahe des Waldes bewirkt wird. Diese Studie wurde vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung durchgeführt. Und 2017 wurden die Ergebnisse veröffentlicht und dabei wurde festgestellt, dass die Menschen, die in der Nähe des Waldes wohnen, die ja meistens dann auch spazieren gehen, eine klare und das waren alles Menschen über 60 Jahre, also zwischen 61 und 62 Jahren, dass ihre Hirnfunktion, man hat das Hirn gescannt, normal ist, dass sie Stress gut bewältigen, der Hirnkern, der den Stressbewältigung macht, war ganz in Ordnung. Da im Vergleich dazu, die Menschen, die im Stadtzentrum wohnen, haben also nicht diese Hirngesundheit, da ist sogar die Hirnregion reduziert und das führt natürlich wieder zu entsprechenden Krankheiten. Und wenn das Hirn nicht richtig funktioniert,
könnte dann also auch Demenz, Depression und so weiter erhalten. Deshalb ist also die Nähe des Waldes von außerordentlicher Wichtigkeit. Das sollten also die Stadtplaner vor allen Dingen auch berücksichtigen. Aber ganz wichtig ist es, dass hier, wer in der Nähe des Waldes lebt, auch dort spazieren geht oder überhaupt jeder den Wald nutzt zum Spazieren gehen. Man hat in Japan viele Untersuchungen gemacht, aber nicht nur in Japan, und gezeigt, dass also täglich ungefähr 3000 Schritte wird gesagt, also ungefähr 3 Kilometer Wald wurden dann die Herz-Kreislauf-System gesund hält und auch eine ganz wichtige Prophylaxe gegen Krebserkrankung ist. Die Japaner nennen das Waldbaden, das heißt, weil in den Aroma, das ist übrigens die beste Aromatherapie der Wald, das Aroma jung erhält. Und nun wird immer gesagt, Demenz oder Alzheimer ist eine Alterserscheinung. Das ist ein großer Irrtum. Die Untersuchungen zeigen, dass mit zunehmendem Alter das Gehirn beim Gesunden immer besser arbeitet und dass die Gehirnzellen und deren Verbindungen bis ans Lebensende erhalten bleiben. Dazu ist aber notwendig, dass man geistig aktiv ist, kreativ ist, sich immer weiterbildet und gleichzeitig auch Körperbewegung. Beides ist notwendig. Also ich betone noch einmal, Demenz oder Alzheimer-Demenz ist kein Zeichen der Alterung, sondern eine Erkrankung und der Lebensweise, die gegen die gesunde Lebenskultur geht. So, und was wir noch machen sollten? Täglich lachen, also Optimismus, und täglich lachen, mindestens einmal am Tage lachen, aber kräftig lachen, wie das hier auf dem Bild gezeigt wird. Und dann gilt es, dass Sie Ihre geistigen Funktionen mit einsetzen für das Gesundheit. Das ist zum Beispiel die Relaxation, die Meditation. Oder ich empfehle das tägliche meditative, also das atemgesteuerte Relaxieren. Das ist eine Visualisierungsmethode. Man schließt die Augen und atmet ruhig durch. Und nimmt den Atemrhythmus wahr. Immer ruhig ein- und ausatmen, ein- und ausatmen, keine Gedanken aufkommen lassen. Und wenn man diese Gedanken leerer hat, hält man sich gesund. Das ist also wichtig. Sobald man ins Grübeln kommt und ein Gedankenkarussell hat, das belastet sehr. Aber mit dem mental gesteuerten Atmen, was also sehr einfach zu lernen ist, dass man die Augen schließt, sich ruhig hinsetzt und ein- und ausatmen und Gedanken nur auf den Atemrhythmus orientiert. Dazu habe ich viele Untersuchungen gemacht. Und bitte kein negatives Denken, keine Angst, keine negativen Emotionen. Alles das macht krank. Und es gibt zahlreiche Untersuchungen, dass dass Pessimisten halt 10 Jahre früher sterben als Optimisten. Und deshalb bekämpfen sie die Angst. Haben sie keine Angst, haben sie immer Mut, auch wenn ihnen sonst etwas erzählt wird. Immer positiv denken, immer positiv denken, dann bewältigen sie alles. Und dann gibt es noch etwas. Werden heute, unsere Umwelt ist vergiftet. Jede Großstadt ist voller Feinstaubpartikel, die Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall auslösen. Und man sollte sich entgiften. Ich habe die Erfahrung mit dem Zeolit, das ist ein Silikat, welcher
nicht nur entgiftet, sondern auch die Haut gesund erhält. Denn das Siliziumdioxid, was in diesem Zeolit enthalten ist, stimuliert unsere Bindegewebe. Und es wird eine straffe Haut. Sehen Sie meine Haut an. Glänzende Haare. Schauen Sie meine Haare an. Und immer glatte Fingernägel. Das war aber schon im alten Ägypten bekannt. Und wir sollten das Siliziumdioxid oder Silikate, wie zum Beispiel den Zeolit, auf jeden Fall nutzen. Und noch etwas. Es gab in Frankreich eine Studie, die von 1992 bis 1994 gelaufen ist, an über 7000 älteren Menschen über 75 Jahre. Und wenn die Trinkwasser getrunken haben, was sehr siliziumdioxidreich war, also kieselreich, das war ein guter Schutz gegen die Demenz und hat die Hirntätigkeit verbessert. Deshalb orientieren Sie sich bitte, dass Sie auch Wasser trinken, welches siliziumreich ist, oder besorgen Sie sich entsprechende Siliziumkieselsäure, die Ihnen hilft, jung zu bleiben, Schutz gegen Alzheimer bildet, ihre Nerventätigkeit verbessert und natürlich auch ihre Altersschönheit. Ich wünsche Ihnen also, wenn Sie das alles verwirklichen, was ich Ihnen hier kurz gesagt habe, ein gesundes, jugendliches Älterwerden.